nette Begrüßung hier. Hey, jetzt haut ihr mir die Tür vor der Nase zu. Wollt ihr mich nicht reinlassen hier? Ja? Nimm Klaus mit rein. Klaus, ich sag mal Klaus. Klaus, alles klar? Ja. Hast du noch Überblick? Ja, sicher. Alles gut. Alles gut. Moin, hallo. Mensch, seid ihr schon da? Moin. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auf dem Spargel und Werner. Vielen Dank. Habt ihr den weiten Weg aus dem alten Land hierher gefunden? Ja. Sehr schön. Wir freuen uns. Wollen wir mal ein bisschen rumgucken hier? Sehr gerne. Ja. Da würden wir uns drauf freuen, ja. Dann lass uns mal rausgehen. Im Moment scheint ja noch die Sonne und dann gucken wir uns mal einmal an, was der Spargel so macht. Die Äpfel, die blühen ja vielleicht gerade erstmal, ne? Daher haben wir da noch ein bisschen Zeit. Spargel wächst schon, also den können wir schon ernten. Sehr gut. Okay, dann gehen wir mal raus. Ja, halt. Was ist immer vorher? Ja. Dann folgt uns mal. Kommt mit. Ja. So. Jetzt geht's los. Spargel stechen wollen wir. Das ist Wojtek, heute Geschäft von der Sortierung. Hallo. Du musst dich drehen zu Wojtek. Das ist Wojtek, jawohl. Und was werden wir gleich sehen? Eine kleine Demo, ja? Nee, Sortierung. Wir wollen einmal Sortierung drehen. Wir glauben nicht, dass wir die schnellsten Sortierer in Deutschland sein. Ja. Ja, next time. Was
Genau, jetzt möchte ich gerne mal der Apfelkönigin zeigen, wie man nicht nur Äpfel pflückt, damit sie auch ein bisschen über den Horizont herauskommt, sondern auch ein bisschen Spargel stechen lernt. Und da ist es ganz wichtig, dieses Spargelmesser. Das ist das sogenannte Schwalbenschwanzmesser, weil es hier hinten so ein bisschen wie ein Schwalbenschwanz ist. Damit man, das ist eine spezielle Form, damit man möglichst leicht den Spargel absticht. Ich zeige das jetzt mal einmal. Ja, genau. Hier ist jetzt der Spargel. Man buddelt ihn vorsichtig frei. Und dann sticht man ihn auf 28 cm vorsichtig ab. Man geht jetzt ganz vorsichtig mit dem Messer hier dran lang. Und dann sticht man mal einmal zu und nimmt den Spargel vorsichtig raus. Ist da ein Bandmaß dran oder woher ist, weiß man genau? Das ist Können. Jahrelange eigene Arbeit. Ja, genau. Und das packt man dann in eine Kiste. Ganz wichtig ist, dass man den Kopf nicht anfasst, weil man dann da Sand reindrückt und den kriegt man nicht wieder raus. Oh. Das heißt, immer schön unten anfassen, genau. Und dann vorsichtig in die Kiste reinlegen und dann geht's, was wir ja oder was wir gleich sehen werden, geht's dann zur Sortierung und dann geht's weiter in den Hofladen zum Verkauf. Wichtig ist danach mit der Kelle das Loch wieder zumachen. Spuren beseitigen. Spuren beseitigen. Der Spargel sucht immer den Weg des geringsten Widerstandes und wenn ein Loch ist, dann wächst er krumm da durch. Und das wollen wir ja nicht. Da wir hier steinreich sind, haben wir sowieso schon viel Krummspargel und möchten möglichst gerade den Spargel stechen. Deswegen machen wir die Löcher immer wieder zu. So, das hat er ja mal richtig gut erklärt. Genau, jetzt lassen wir mal einmal die Apfelkönigin mal eine Runde stechen. Ich buddel ein bisschen frei und wollen mal gucken, ob sie das auch kann und nicht nur Apfel pflücken. Mal sehen, da bin ich mal neugierig. Das Messer, komm mal her. Ich buddel mal hier einmal frei und gehst mal auf die andere Seite. Hier, warte mal, ich geh mal auf die andere Seite. So. Und jetzt gehst du vorsichtig mit dem Messer an der Seite lang. Bisschen tiefer. Und jetzt zustechen, genau. Siehst du wohl, liebevoll. Ah, geborene Spargelkönigin ist das. Mehr geht doch nicht. Mehr geht nicht. Das ist ein Naturtalent. Ja. Sehr schön. Guckt euch das an. Super. Besseren Spargel, den kann man nennen, findet man nirgendwo. Schön weiß, wunderbar rausgewachsen, butterzart, den wollen wir jetzt essen. So, das ist hier ein ganz neu angelegtes Feld. Hat man eine Idee, wie viel Meter von diesem Plastik im Jahr dafür benötigt wird? Von den Folien? Ja. Also wie viel Meter kann ich jetzt nicht genau sagen. Das sind genau 3300 Laufmeter pro Hektar. Das sind 25 Hektar. Also das müsst ihr jetzt mal einmal im Kopf ausrechnen, ja. Wie viel das genau sind. Was wir aber machen, dieses Feld bestechen wir jetzt 10 Jahre lang. Und das heißt, dass wir auch diese Folie hier 10 Jahre lang nutzen. Also das ist nicht, dass wir das jetzt jedes Jahr neu legen, die Folie, sondern nutzen wirklich 10 Jahre diese Folie wieder. Wickeln sie auf, wenn die Spargelzeit vorbei ist und dann räumen wir sie nächstes Jahr im Frühjahr wieder aus. Wie viele Hektar sind das jetzt hier? 25 Hektar. Wahnsinn. So, Hofladen angekommen. Das wollen wir uns auch noch mal anschauen. Worum es da geht, in dem wunderschönen Hofladen. Wir haben hier unseren selbstgemachten Produkte. Oh,
Das ist unser Hofladen hier in Deinste. Hier hat alles angefangen mit unserer Spargelanbau und Vermarktung. Vor über 30 Jahren ging das hier los. Und genau, sind hier peu à peu dabei, oder mittlerweile jetzt hier Judith, dabei hier das Sortiment zu optimieren, umzubauen, hübsch zu machen. Da hinten ist Nesis Reich, die macht für uns leckere Quiche und Brote jeden Tag frisch und Kuchen gibt es auch immer am Wochenende. Also genau, hier gibt es den leckeren Spargel, wer will, kann sich den schälen lassen. Hier am Sonntag kommt Krieger noch alles über. Ja, genau. Wir haben 7 Tage gebrochen. Wir haben gutes Fleisch gesucht, das haben wir im alten Land gefunden. Ja. Jetzt muss ich doch einfach mal was fragen. Ja. So ein junger Mensch, so ein junger Unternehmer, das ist doch eine große Verantwortung, auch dieses Unternehmen ja, erfolgreich zu führen. Und so ein junger Mensch, da ist eine große Belastung, glaube ich, auch da. Ne? Ich habe wunderbare Unterstützung von meiner Frau, deswegen ist das, hält sich die Belastung in Grenzen, aber das durch zwei Teilen. Und mein Vater ist auch noch mit auf dem Betrieb, deswegen, man ist da ja reingewachsen. Daher ist das sicherlich eine Herausforderung, aber es macht Spaß. Und das ist eigentlich das A und O, sonst würde ich es nicht machen. Wenn man keine Freude hat und jeden Morgen mit Freude zur Arbeit geht, dann ist das, glaube ich, das Falsche und das tue ich. Und solange ich das tue, habe ich Spaß daran und hoffe dann auch dementsprechend erfolgreich zu sein. Daher hält sich die Belastung in Grenzen. Jedenfalls für mich ist sie nicht so spürbar. Das ist schön gesagt, mein Lieber. Den Egon daneben und ich da nochmal daneben. Egon, einer links, einer rechts. Jetzt wird sie entthront. Der Vermarkter, Bredehöft. Die Nummer haben wir schon mal zählt. Irgendwie passt der Spargel zu dir. Christoph, ja, einmal daneben du? Und deine Frau auch. Unglaublich gute Qualität. Das ist Qualität. Also, wenn man jetzt wirklich zum Frühstück sich eindecken will, dann ist man auch hier gut aufgehoben. Ne? Das sind ja exzellente Schinkensorten. Ne? Definitiv. Aus dem alten Land nur das Beste suchen wir natürlich hier für unseren Hofladen aus. Und deswegen haben wir uns auch für die Fleischerei Röhrs entschieden, weil die einfach für uns von der Qualität her, vom Geschmack her einfach die Beste im Landkreis sind. Das hört sich doch gut an. Das war ein berauschender Nachmittag hier. Und zum Abschluss nochmal den Hofladen besucht. Und ich sage euch eins, fantastische Produkte werden hier produziert.